Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über die Actioncam Qmox SJ 4000 geschrieben, welche er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch eine sehr gute Alternative zur recht preisintensiven GoPro 4. Die GoPro Hero 4 ist für den Outdoor-Sport besonders beliebt. Die Actioncam liefert einzigartige Aufnahmen von rasanten Abfahrten im Schnee beim Surfen oder zeichnet die ersten Schritte des Nachwuchses auf Rollerskates auf. Eine GoPro 4 ist stolze 377 Euro teuer und nicht für jedermann erschwinglich. Heute wird die Qmox SJ 4000 vorgestellt, eine günstige GoPro-Alternative für unter 100 Euro. Ausstattung und Möglichkeiten. Die technischen Features der SJ 4000 Actionkamera reichen von einem 170 Grad A+ HD Weitwinkelobjektiv, einer 6G-Linse bis zum LCD-Flüssigkristallanzeiger und einem 1.5 LTPS-Objektiv. Die Kamera liefert Videoaufnahmen in Full HD-Qualität sowie Aufnahmen im Zeitraffer. Als Fotooptionen stehen Einzel- und Serienaufnahme per Knopfdruck oder mittels Selbstauslöser zur Verfügung. Als Speicher wird eine MicroSD-Karte verwendet. Die Speicherkapazitäten der Actionkamera liegen bei 32 GB. Videos werden in Form von 1080p, 720p, VGA oder QVGA aufgenommen. Die Kamera bietet 10 verschiedene Sprachoptionen. Eine Akkuladung hält ungefähr 1,5 Stunden. Die Ladezeit des Akkus beträgt 2 Stunden. Deshalb ist die Anschaffung eines Ersatzakkus vom Vorteil. Design und Handhabung. Das Gehäuse der SJ-Cam ist kompakt verarbeitet und wie bei allen Actionkameras sehr robust. Bedienknöpfe und Indikator-LEDs haben einen guten Druckpunkt und sind ergonomisch gut erreichbar angebracht. Der Ein- und Ausschalter befindet sich auf der Vorderseite. Der Auslöser ist oben auf der Kamera angebracht. Seitlich befinden sich die Bedienknöpfe als auch die USB-Anschlüsse. Das Leichtgewicht wiegt nur 60 Gramm und kann somit länger auf dem Kopf als Helmkamera getragen werden. HD-Auflösung. Die Kamera liefert Video in Full HD-Qualität sowie Aufnahmen im Zeitraffer. Durch das Weitwinkelobjektiv wirken die Fotos gekrümmt. Die Actioncam lässt sich mittels USB und USB 2.0 mit PC, Laptop oder Fernseher verbinden. Die Weiterverarbeitung der aufgenommenen Bilder ist auch mit Apple-Geräten möglich. Die Kamera ist nicht WLAN-fähig, dennoch punktet die SJ 4000 mit einer einfachen Bedienung und einer selbsterklärenden Menüführung. Die Vorteile: gute Verarbeitung, kompakt und schönes Design. Bedienelemente: Knöpfe und Indikator-LEDs sind ideal angebracht, guten Druckpunkt. Hervorragende Bild- und Tonqualität. Leichtgewicht mit knapp 60 Gramm. Viele Einstellungsmöglichkeiten. Viel Zubehör und auch günstig nachzukaufen. Problemlos Datenübertragung mit USB-preiswerten Ersatzakkus. Integriertes Display. Die Nachteile: Fotoqualität ist akzeptabel, aber für den Preis super. Akku ist Mittelmaß und vergleichbar mit dem GoPro-Akku. Batterieabdeckung aus dünnem Plastik. Ist nicht gerade langlebig. Kein WLAN. Viele Klone im Internet. Unbedingt aufpassen. Actioncam Qmox SJ 4000 Review. Die SJ 4000 Actioncam von Qmox besitzt alle Funktionen, um es mit einer hochpreisigen Kamera wie die GoPro Hero 4 aufzunehmen. Abstriche müssen Nutzer in der Laufzeit des Akkus und bei 4K machen. Zudem ist das Gehäuse der Helmkamera SJ 4000 ca. 30 Meter wasserfest. Alle anderen Funktionen erfüllt die SJ 4000 in guter bis hervorragender Qualität und bietet zudem ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie kostet ca. 83 Euro. Die GoPro Hero 4 kostet fast 380 Euro. Die Qmox SJ 4000 ist für alle Hobbyfilmer eine gute Wahl. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.